Ja, moin. Jeder macht mal Fehler. Gerade am Anfang, das ist auch in der klassischen Herrenmode so. Über drei dieser Anfängerfehler habe ich schon vor 3 Jahren ein kleines Video gedreht. Das folgt gleich. Ein Vintage-Bursche-Classic sozusagen. Mittlerweile bin ich etwas altersmilde und würde die Sachen nicht mehr ganz so drastisch ausdrücken. Aber egal, viel Spaß damit. Los geht's. Platz 3. Slimfit. Oder besser gesagt, Schlimmfit. Ja, schlanke Silhouetten sind toll. Ich mag schlanke Silhouetten auch. Und sie sind auch voll das 1920er-Jahre-Ding. Aber das, was heutzutage als Slimfit getragen wird, ist einfach nicht mehr slim, sondern tight. Zu tight. Die Hose spannt, wenn man sich setzt. Das Jackett spannt, wenn man es zumacht. Die Ärmel spannen, wenn man die Arme beugt. Am besten auch noch ein viel zu tief hängender Schnitt. Pfui. Ein ganz klares Nein. Das ist eine Passform aus der Hölle. Aber hey, es gibt doch Anzüge aus stretchigem Stoff. Ja, gibt es. Das nennt man Morphsuit und hat mit klassischer Herrenmode nichts zu tun. Platz 2. Schwarze Anzüge und schwarze Hemden. Ja, das bin ich. Ich komme selber aus einer Heavy-Metal-Ecke und fand Schwarz immer toll, aber das ist für klassische Herrenmode wirklich ein sehr, sehr dünnes Eis. Der einzige wirklich passende Anlass für einen schwarzen Anzug ist eine Beerdigung. Ein schwarzer Anzug im Büro ist ein ziemliches No-Go und auch sonst sehr pseudo-cool. Und schwarze Hemden sind generell eher pseudo-cool. Ja, Schwarz ist die eleganteste Farbe für Kleidung, aber genau deswegen sollte sie eben den besonderen Anlässen vorbehalten sein. Bier ist ja auch das leckerste Getränk, was es gibt. Aber ihr trinkt ja nicht jeden Tag nur Bier, oder? Platz 1. Kastenschuhe. Egal wie gut der Anzug passt, egal wie schön der Stoff ist, egal wie schön ihr die Farben kombiniert habt, mit hässlichen Schuhen macht ihr alles kaputt. Und damit meine ich vor allem diese absurd hässlichen Kindersäcke hier. Ich weiß, die sind bequem und die gibt's gerade so günstig bei diesem Schuhladen mit dem grünen Schriftzug, aber nein, nein. Diese Dinger sehen schon ausgelatscht aus, wenn ihr sie neu kauft. Greift lieber zu sowas hier. Ein ganz einfacher Oxford in Schwarz. Wahrscheinlich der vielseitigste und eleganteste Schuh, den es so gibt. So, das war's schon. Kurz und schmerzhaft. Wenn es euch gefallen hat, dann, wie gesagt, abonniert auch meinen YouTube-Kanal, der da Vintage Bursche heißt. Den findet man ganz leicht. Kommentiert unter das Video. Bis bald.